Und zwar von AIDS-TV. Call of Duty, das Spiel, das eine Generation geprägt hat. Wie gesagt, ist so ein bisschen Jules-mäßig. Ich habe nur ein Video von ihm gesehen, aber ich glaube, der ist witzig. Bro, Digga, das ist alles, was ich höre, ist Anuakbo, holy shit. Eingesperrt. Ey, Habe, komm, bitte zu mir. Oh, sie spricht in Sharpening-Table, Digga. Boah, ich bin so froh. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal CSGO Multi, Call of Duty Multiplayer gespielt. Und das war Infinite Warfare, das Game, was keiner mochte. Aufwachen! Wo bin ich? In der Gegend. Camper. Ed Camper. Camper. Fallen, Alter. Waifus, Waifus, Anime, Waifus, Katzenbrüder. Ich kenne alle Items und Champions in LoL, aber die Call of Duty Waffenschmiede ist mir zu kompliziert. Dann. Es gibt 40 Schalldämpfer und ich habe keine Ahnung, welcher gut ist. Daily Challenges. Du wirst morgen in die Schule nur durchsichtige Klamotten anziehen. Digga, was ist das eigentlich? Das Originalvideo von den Typen, das ist scheiße gruselig. Modern Warfare 3 ohne Modern Warfare 3 Maps. Huh? Wer kommt hier? Es ist Skill-Based Matchmaking. Keiner mag dich. 1er KDA, 1er KDA, jeder hat eine 1er KDA. COD bockt nicht mehr. Die alten Teile waren zwar auch nicht perfekt, aber sie haben immerhin Spaß gemacht. Reicht nicht trotzdem immer noch irgendwie saugute Verkaufszahlen? Also das Konzept und geht doch auch auf, auch wenn die OGs sagen, es Arsch ist, oder? 2007 war da gerade Rainer Winkler. Wieso, Bro, der Mann ist auf CS mit Winkler. Hol dich, den sehen jetzt schon zum fünften Mal gefühlt. Ihm wurde Call of Duty 4 Modern Warfare veröffentlicht. Sogar für die Wii. Damals war die Welt noch in Ordnung. Man hat den ganzen Tag diesen einen Song gehört. Ich hab den nicht gehört, ich weiß nicht mal, was das für ein Song ist. Und nach Blue Waffle gegoogelt. Hab ich auch nicht. Is that a dream? Für die damalige Zeit war COD4 revolutionär. Huh? Es bot anpassbare Klassen. Ein Levelsystem, Killstreaks und Perks, wie zum Beispiel Eavesdrop, womit man den gegnerischen Voice-Chat abhören konnte. Hä, hey, das ist vermutlich nicht wirklich sinnvoll, aber sehr witzig. Aber ich find's zum Beispiel geil, wenn andere Männer Damenwäsche tragen. Was ein nützliches Perk. Das Snipen hat Spaß gemacht. Oh, oh, oh. So mancher wurde kreativ. It seems to be a penis. Ich hab ganz gut gedacht, es wäre ein Herz, Bro. Ich hab mein Gesicht gesehen, ich war glücklich, weil es ein Herz war, dann hab ich erkannt, was... Die unter die Map glitschen. Und Spieler in den Lobbys sind ausgerastet. Deine Mutter spielt Call of Duty mit Lenkrad. Modernes Call of Duty war geboren. Spieler haben es geliebt. Diese CD bietet unendlich Möglichkeiten. Und auch gehasst. Oh my freaking God! I'm gonna kill you! Es war nicht perfekt, aber dennoch eines der besten Spiele seiner Zeit. Und es legte den Grundstein für die goldenen CODs. Ich habe keins davon gespielt oder gesehen. Ich habe keine Ahnung für diesen Genre. Ich weiß nicht mal, warum ich mir das Video angucke. Wir schreiben das Jahr 2009. Das COD vom Vorjahr, World at War, war okay. Wow, das macht so Spaß. Ja, oh ja, die Zombie. Ja, ja, ja. Ich zock wieder Modern Warfare. Was die Community wirklich will, ist der neue Modern Warfare-Teil. Und heute ist der große Tag. Moderne Kriegsführung. Release von Call of Duty Modern Warfare 2. Er hat MW2 gekauft und ist somit ein potenzieller Amokläufer. Möglichst Bro, viele. Dieser Amoklauf, die Killerspieldebatte, Digga, war nicht beim, ich glaube, Hanau-Attentat? War da nicht auch irgendwie? Also zumindest bei irgendeinem relativ neueren Attentat. Bro, das war, ist, Digga, das ist bodenlos. Menschen töten, je blutiger, desto besser. Also dieses Spiel Call of Duty ist ein exaktes Training. Call of Duty, wa? Für das Militär. Das kann kein Freizeit... Digga, der ist immer... Nee, der ist nicht mehr arbeiten. ...vergnügen sein, andere Menschen zu ermorden. Die Call of Duty... Das ist wirklich... Killerspieldebatte, die war so herner goofy. Duty-Szene hat Bert Weingarten monatelang im Netz beobachtet. Allein in Deutschland sind täglich über 20.000 Kämpfer im Fronteinsatz. Bro, dieses so billiges Framing, holy shit, Alter!
Panorama, Jungs, was ist da geschehen, Alter? Familienväter, Schüler, Nazis. Der Familienväter, Schüler, Nazis, das ist... potenzielle Nazi am... Nein, Jungs, nicht jeder ARD-Reporter immer. Nein, das öffentlich-rechtlich ist sehr gut. Es gibt nur ein paar Ausnahmen, die dann weitergekommen. Mal kurz, da war mein liebes... Du hast eine Präsentation drüber gemacht. Das ist cool, das ist actually cool. Rockläufer ist zu Hause angekommen. Voller Vorfreude auf das virtuelle Töten. Gut machen. Legt er die CD ein. Die Titelmusik ertönt. Oh krass, was läuft da? Leute, ich hab Gänsehaut. Oh, Digga, was hat der für eine Cam? Wow. In der Pre-Lobby angekommen. Rainer. Und erfährt man so einiges über die eigene Mutter. Deine Mutter arbeitet an der Tankstelle und klaut PSF-Karten. Ja, mach ich auch. Und in-game ist alles broken. Die UMP, die Farmers, die ACL. Eine Akimbo-Shotgun, mit der man Leute across the map snipen kann. Scheiß Sniper. Die Killstreaks, die Perks, wie zum Beispiel Kommando. Erhöht Messerreichweite. Das Perk ist ziemlich OP. Man kann damit Gegner über die halbe Map töten. Mit einem Nahkampfangriff. Kommando. Oder das Perk Danger Close, womit Explosionen mehr Schaden machen. Franzosen lieben diesen Trick. In MW2 gibt es jetzt auch einen Nuke. 25 Kills ohne zu sterben. Und du kannst alle, dich mit angeschlossen, töten. Das ist schon cool. Eine Abschussserie, die nur von den Allerbesten erreicht wird. Montana Black. Und von jenen, die den Granatenwerfer benutzen. Einfach Granaten in den Gegnerspawn schießen. Oh nein, die Munition ist leer. Dafür haben wir das Perk One Man Army, womit wir die Munition wieder auffüllen. Und schon haben wir den Harrier, den Chopper Gunner und hier ist die Nuke. Es gab auch noch spaßige Dinge wie Todesserien. Wenn man oft genug stirbt, wird man dafür belohnt. Ich bin viermal gestorben. Jetzt kann ich am Boden liegen, mit einem Sturmgewehr schießen. Hui! Und dann gab es noch die Quickscope. Bro, war das doch übelst das Meme gewesen? Never die! Und. Weiß ich nicht. Bro, einer meiner Kollegen wollte immer früher Quickscopen, also ich kenne ihn gar nicht mehr, der ist völlig eigenartig gewesen. Aber der hat immer reingekackt, aber hat immer behauptet, es war ein Quickscope. Wenn man dann auf seinen Monitor geguckt hat, hat er immer gezielt, Digga. Das war so peinlich. Ich hab's nie versucht. Wenn ich es versucht habe, hab ich daneben geschossen. Quickscopen war ein heiliges Handwerk. Und hat man normale Waffen gegen Quickscoper gespielt, gab es Beef. Ey, du bist so ein kleines Stück Scheiße, du Hurensohn, Alter. Wir haben von Anfang an gesagt, Quickscope. Du kannst noch nicht mal in der Lobby deine Fresse aufreißen. Wir machen Quickscope und du bist der Einzige mit Waffen, Alter. So ein Hurensohn. Einige Sniper-Spieler haben es noch weiter auf die Spitze getrieben. Ich ernähre mich nur von Mountain Dew und Doritos. Ich werde mich jetzt hier runterjagen, 20 Umdrehungen machen und jemanden im Flug snipen. Ist das Mom Get the Camera Ding? Trickshotting wurde. Ist das Original davon, Jungs? So einen wichtigen Teil der COD Community. Einige Trickshots sind so legendär, dass sie sogar Leuten das bekannt. Das Nebenschieß ist schon jeden klar, ey, Hater. Sind die eigentlich nur Animal Crossing spielen? Das ist schon harter, das ist schon sehr harter. Modern Warfare 2 war das Sniper-COD schlechthin und ist auch dafür in Erinnerung geblieben. Es war zwar unbalanced, alles war broken. Es gab hunderte Exploits. Das Spiel war objektiv schlecht. Hat der gerade mein Lieblings-Kyode beleidigt? Aber man hatte eine gute Zeit.
Hallo, wer ist da? Guten Darm, ich bin Black Ops 1. Black Ops, ich freue mich, wenn er ganz kurz über das Spiel redet, was ich gespielt habe. Wird einfach nur sein Arsch machen, dann wird er weitermachen, dann freue ich mich drauf. Da. Aber zuerst 1, 2, World of Tanks. Ja, es ist free to play. 1, 2, denn Panzer sind sehr süß. World of Tanks. Hinein in die Schlacht, ohne viel nachzudenken. Oder plane einen strategischen Hinterhalt. Es ist dein Panzer. Niemand kann dir sagen, wie du zu spielen hast. Als neuer Spieler bekommst du den Combat-P-Panzer kostenlos. Wo holst du dir den Legend jeden Effekt genommen, den er nutzen konnte? Und 250.000 Credits. Natürlich auch noch 7 Tage Premium-Zugriff. Und diese 3 Leibpanzer. King in the Castle, King in the Castle. Als aktiver Spieler bekommst du auch ganz tolle Sachen wie 3 Tage Premium-Zugriff oder diese tolle Tarnung. Und für 7 Tage auch noch diesen Panzer. Hol dir ich habe mal World of Tanks gespielt. Es war übelst Arsch, das habe ich auch ein Video draus gemacht. Tanks über den ersten Link in der Videobeschreibung. Damit würdest du den Kanal supporten. Und vergiss nicht den Code Combat, damit bekommst du die ganzen tollen Sachen. Ja, erster Link in der Videobeschreibung. Klick. Ah, Black Ops 1. Jede Shotgun macht den gleichen Sound. Jede Explosion hört sich gleich an. Oh, eine Host Migration. Ah, es gibt tolle neue Abschussserien, wie dieses Auto. Mit reichen Eltern, die dir die Special Edition kaufen. Genau, ich habe zu wenig Geld, um mir die neue... Hast du das ferngesteuerte Auto sogar in Real Life? Oh mein Gott. Oh. Ah. Durch den Kinomodus kann jetzt jeder seine eigenen Gameplays recorden. Und das auf YouTube cool, das ist wichtig. Veröffentlichen. Tschüss, 360p Grabber-Aufnahmen. Yo Leute, willkommen zu meinem Call of Duty Let's Play. Ja, wir haben Cap or Catch. Und jetzt geht's rein in das Gunship. Und ja, dann machen wir die Gänge. Und ja. Die Karten in BO1 sind wieder gut. Die hier erfreut sich besonders großer Beliebtheit. Die Map kenne ich sogar. Ich dachte, die Karte ist aus Fortnite. Mit dem neuen Emblem Editor können Spieler jetzt sogar ihr eigenes Emblem erstellen. Da wird so fast falsches Zeug gewesen sein. Und natürlich niemand auch. Was wollt ihr, voll gute Quali? Dumme Ideen kam. Einige davon waren. Das ist kranker Scheiß. Vielleicht ganz lustig. No. Aber 90% waren entweder sexuell oder extrem racist. In Black Ops wurde auch das Quickscopen kaputt gemacht. Es war nur noch sogenanntes Quickscoping möglich, weshalb viele Sniper-Spieler bei MW2 blieben. Das Gameplay in BO1 sah in etwa so aus. Man hat Sprengkommando gesucht, ein paar Kills mit der Farmers gemacht, das Gunship ausgepackt und in den Gegner-Spawn geballert. What are you doing? Me? Just hanging around. Am Ende der Runde hatte man über 200 Kills. Hat Spaß gemacht, zumindest für einen. Und der Rest konnte sich im Zombie-Mode abreagieren. Bro, doch, ich habe einen Zombie-Modus gespielt. Ich erinnere mich, das war lustig. Das habe ich, glaube ich, auch im Stream gemacht. Das war witzig. Ich weiß nicht mehr, was ich gerne war. Ah, meine Teammates. Ich verstehe nicht, warum es Nazi-Zombies sind, das verstehe ich nicht, aber es ist einfach so. Dann mich in die Ecke ein. Du kannst da hochklettern, auf dem Haus und runterspringen. Dich vermisst keiner, weil du dich. Bro, was war das für eine Nachricht? Dich vermisst keiner, weil du dick bist, Bro. Einer rastet aus, weil er nicht wiederbelebt wird. Woher ist das hier, Scorespieler? Kommen auf einmal die Hunde. Ich bin tot. Gebäude sanieren, Straße reparieren, Mitarbeiter schlagen. Dieses Mal bekomme ich bestimmt eine gute Waffe. Die Perk-Jingle. Was a revival of the unfittest. Your plans and everything wrong. Zombies ist hart. Zumindest noch Arsch zu spielen, oder? Es bis man rausgefunden hat, dass Zombies dumm sind. If you think I'm sexy, why don't you eat me? No, you freaking cat ants. Der Zombie-Mode hat Spaß gemacht, vor allem auf der ikonischen Map Kino der Toten. Mit dem DLC kamen sogar noch bessere Maps, wie Moon, wo man vom Mond aus die Erde sprengen konnte. 3, 2, 1.
Black Ops 1. 9 von 10 Ofenkäse. Oh mein Gott. Oh, ey, das ist cool! Wow. Yes! Big Bang Theory. Modern Warfare 3 ist da. Das meistverkaufte COD aller Zeiten. Und wie immer, ist alles broken. Die Striker Shotgun, die FMG 9 Akimbo. Was eine verdammte Scheiße. Die MP7. Die ACR. Bro, hä, Digga, das ist Bonus. Die Dildo Gun. Todesserien sind back. Yay. Multikill. Abo, ey, Digga, der echte süße Hase. Die Maps sind. Gut. Nein. Viel zu klein und verwinkelt. Man kann endlich wieder quickscopen. Doma, 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 doma! Und mit einem Turtle Beach Gaming Headset hört man Gegner über die halbe Map. Ich überlege, wer mich furzen kann, ohne in die Hose zu scheißen. Cheetah in MW3. Hey, habt ihr nicht diese Ansicht? Ich hab danach mich auch nicht, alles gut. Gecheatet hast du, verdammt kleine Mistgestalten. Ey, nee, Mann, ich schwör, ich... Mistgestalten. Ich hab nicht gecheatet, ich hab deine Footsteps gehört. Halt deine Fresse, red mir nicht dazwischen, Mann! Ich kriege dich, mein Freund, ich kriege dich. Wie? Mein Freund, ich kriege dich, Bro. In den Teilen davor war es auch in MW3 sehr leicht zu cheaten. Einfach auf Google gehen. MW3 Cheat Download kostenlos. Und du hast einen Keylogger auf deinem Rechner. Aber auch einen kostenlosen MW3 Hack. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du nicht mal dafür gebannt. Das Anti-Cheat war so gut wie nicht vorhanden. Ich habe nichts gesehen. Jeder hat mindestens einmal gehackt. Dein Hund, deine Oma. Die Kiddies snipe ich weg. Dieser YouTuber hat eine Hexer-Mob geschafft. Hier, also die sind alle hinterher. Ich hab Mob! Ja, Mann! Ja, Mann! Halb COD-YouTube hat gehackt. Und es ging nur noch darum, sich gegenseitig zu busten. Du hackst! Nein, du hackst! MW3 hat sich anders gespielt als die Teile zuvor. Die Killstreaks waren nicht mehr so OP. Doch den Spezialistenbonus war das Gameplay schneller. Um die Mob zu erreichen, musste man alle 25 Kills mit der Waffe machen. Die einen haben es geliebt, smart, aber? Die anderen gehasst. MW3. Also, es ist King Action cooler. Die Community gespalten. Das ist 4. Shut up, clock in and load up. What are you doing? Black Ops 2 ist da. Kiddies beleidigen dich in der Lobby. Du hast keine Dinger in der Hose. Sein Papa arbeitet bei Steam und kann dich bannen. Pass auf, was du sagst, Mann. In BO2 geht es nur um eins: das Abschuss-Tode-Verhältnis, die KD. Er hier hat eine KD unter 2 und wird in jeder Lobby als Loser beleidigt. Ey Jungs, mein KD ist glaube ich unter 0,5 oder sowas, keine Ahnung, ich bin völlig Arsch. Loser! Die hier boosten ihre KD. Nur noch 20.000 Kills und ich bin endlich cool. Er hier hat eine 7er Caddy. Wow, das muss ein echt guter Spieler sein. Nein, wenn er eine schlechte Runde hat, beendet er den Prozess. Und somit werden die Stats nicht gespeichert. Loser! Gab es im BO2 Streit, also jede Runde, wurde das mit einem 101 auf Nuketown geklärt. Here we go again. Mit etwas Übung, Timing und Spawn-Manipulation konnte man das mit seinem Gegner machen. Ich bin Dr. Mario, ich kann so coole Tricks. Ich bin Dr. Mario, ich bin so super cool. Ich bin Dr. Mario, Digga! Dr. Mario, ich kann so coole Tricks. Bro, du bist gutes Game, Rito. Games werden immer besser, holy shit. Ich bin Dr. Mario. Ich bin Dr. Mario. Der Gegner war. Ich bin den Abuse, Jungs, und dann will ich mich besser fühlen. Schlechter Verlierer. Jetzt habe ich kein Internet mehr. Und irgendwie hat er sogar meine Adresse rausgefunden. Guten Damen, die Küche, die Sie bestellt haben, ist da. Fuck. Das hier geht überhaupt nicht. Sollte ich noch eine Kleinigkeit hören, kommt der Computer raus. Black Ops 2 war auch die Geburtsstätte der Tryhards. Spieler, die alles geben, um besser zu sein als ihre Gegner. Auf YouTube entstand ein Gameplay-Hype. Triple! Triple Nuclear Life! Ist das Red, Digga? Das ist Red! Nuclear Life! Triple! Die meisten sind von... Bro, das war der alle echte süße Hase, Jungs. Also nicht der echte Hase, der Scammer-Hase, aber you know.
den Dingern auf schnelle Monitore umgestiegen. Konsolenspieler haben sich extra Controller gekauft. Mars ist Skorpion! Um besser springen zu können. Hier sind so zwei Eisstiele hinten drauf und mit dem kann man dann springen und dann gleichzeitig eben aimen. Und scuff. Rumspringen in BO2 war OP. Hey, Story, und grüß dich, Doc. Hat man sich dabei noch horizontal bewegt, war man unkillable. Scuff. Hot Wheels, wow, und du fährst voll ab. Die Karten in BO2 waren so gut wie noch nie. Raid, Standoff, Hijacked, Slums, Yemen, Plaza. Es gab keine Karte, die nicht gut war. Was im Zombie-Modus leider nicht so war. Es gab nur eine Karte, die aus vielen kleinen Karten bestand, verbunden durch diesen nervigen Nebel, in dem diese Kackviecher waren. Um andere Orte zu erreichen, musste man den Bus nehmen. Ey, ich glaube, das ist das, was ich gespielt habe, glaube ich. Nee, das habe ich nicht gespielt, aber ich habe mir dazu was angeguckt, mal. Get your ass off my bus! Willst du immer zucken, Alter? Willst du immer zucken? Was ganz cool war, für eine Runde. In der Community wird Transit als eine der schlechtesten Maps aller Zeiten angesehen. Der Zombie-Mode war ein Reinfall. Die Scheiße bockt nicht. Es sei denn, du hast noch etwas Taschengeld übrig. Denn die DLC-Karten, oh boy. Mob of the Dead, die Gefängnisinsel Alcatraz. Man kann ein Flugzeug bauen und damit in die Golden Gate Bridge crashen. Das ist die beste Karte aller Zeiten. Es gab sogar noch eine Map, die genauso gut war. Origins, Panzersoldaten. Elementarwaffen. Oh, no! Give that back! You just took my fire shooter. Riesige Roboter. Where's the leak, man? Ein Panzer. Diese zwei Karten waren revolutionär und sind bis heute die besten Karten, die der Zombie-Modus zu bieten hat. Black Ops 2 war der Call of Duty Peak und für die meisten das beste COD aller Zeiten. Egal was next. Wann kommt Infinity Warfare oder so ein Hund, glaube ich, auch. Kommt. Wir können nur enttäuscht werden. Ghost. Und so war es auch. My disappointment is immeasurable. We wanted to do the right thing. And that meant eliminating as many creative restrictions as possible, so that our developers could create new dog models, an entirely new world, an entirely new dog model, down to the scars on the nose and the tattoo inside the ear. We've had dogs in Call of Duty before, but never like this. This is someone you care about. Hi, doggy. The new engine allows for significantly increased fine hairs, bruising, cuts. Es sieht an sich cool aus, aber ich fühle, dass es geht trotzdem Arsch, ne? But we have the lean feature that allows you to lean out and lean in and... Enemy dog spotted. Noch ein Jahr darauf hat Call of Duty Skill-Based Matchmaking bekommen und somit jegliches Potenzial verloren, auch nur ansatzweise Spaß zu machen. Es gibt aber keine... Aber es ist immer noch irgendwie krasser Erfolg, also gefühlt sind das nur so die OGs, ganz schlau, ganz krasse Leute, das Skill-Based Matchmaking ist. Aussicht darauf, dass... Ich kenne auch Stimmen, die es cool finden. Call of Duty jemals wieder so wird wie damals. Und selbst wenn, würden wir es wahrscheinlich nur eine Woche spielen. Das Konzept ist ausgelutscht und man ist von Nostalgie geblendet. Die Zukunft ist real, aber... Die Vergangenheit ist immer subjektiv. Das war ein Lukas, war ein gutes Video. Der Typ ist lustig. Den mag ich. Es gibt eine positive Bewertung. Das ist ein Feini.